Zurück zum Ort des Grauens hier in Hogwarts Legacy. Am Ende der letzten Folge habe ich immer so hart hier bei diesem kleinen Türrätsel reingeschissen. Ich weiß gar nicht, wie lange hat es gedauert, 5 Minütchen oder so. Ich habe es absolut nicht gecheckt, dass man mit Impulse das Tor immer weiter bis nach oben treiben kann und es dann mit Arresto Momentum einfrieren muss, bevor man mit Arceo dieses dämliche Schloss da rauszieht. Schaut euch das unbedingt an, es war ein Graus, ich bin fast ausgeflippt. Ja, aber jetzt haben wir es geschafft, Nati hat das Tor mit Alohomora geöffnet. Wir können weiter hier im Schloss, in der Burg, im Bergfried auf Erkundung gehen. Ja, und bevor das jetzt alles losgeht, würde ich sagen, Däumchen hoch. Kostenloses Abo, kannst du mir extrem weiter mithelfen, würde mich sehr darüber freuen. Und natürlich die Glocke aktivieren, damit du kein weiteres Video von mir zu Hogwarts Legacy verpassen wirst. Dankeschön, dass du da bist, wünsche jetzt viel Spaß mit der Folge. Let's go! So. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Harlow. Oh oh, da kommt was Großes raus. Haltet das Spiel fest! Yo! Ey, ey, hört auf! Oh boy, klein grausamer Wicht, ey. Schämt euch. Kennst du diesen Hippogreif? Boah, die quellen den armen Hippogreif, die kleinen Penner, ey. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Okay, nice. Gibt's den Hippogreif als Belohnung, als Reittier? Das wäre natürlich gigantisch. Ja, beste Leben. Alles klar. Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Ja, rumklettern oder am besten einfach den Besen. Also das ist mal wieder so unlogisch, warum ich den Besen jetzt nicht nehmen kann. Wo ist die Kiste? Okay, warum kann ich meinen Besen nicht nehmen, Freunde? Lumos. Lumos. Okay, da ist wieder so eine Kiste drin. Impulso? Okay, jetzt ist die Kiste da unten. Jetzt ist die Kiste da unten. Ich muss nach oben. Das war jetzt ungeil, glaube ich, oder? War das ungeil? Da komme ich nicht rein. Hier komme ich auch nicht durch. So, rein theoretisch würde ich natürlich da durchkommen, aber... Nicht hier im... Achten. Alles klar. Nicht hier im Spiel. So, okay. Verstehe ich schon. Wingardium Leviosa. Platziere die mal hier so mittig. Ah, fuck. Zieh mal ein Stück zurück. So, und damit Levioso einmal nur anheben und dann rüber da. Levioso. Nicht gerade der sicherste Ort. Ja, machst du nix, ne? Komm her, du Schuft, Junge. Du kleiner Tierqueller. So, wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Ja, meinst du oder was? Das sehe ich aber anders. Das sehe ich aber anders. Wo können wir jetzt erstmal hier hin? Was gibt's denn hier drin? Ein bisschen Loot. So, okay. Der kriegt's jetzt mit Flippendo direkt. Hier ist auch noch mehr den Rätsel. Flippendo! Schau, Kakao, Junge. Schau, Junge, fall runter und stirb. Okay. Jo. Nati ist bestimmt da noch eingesperrt, oder? Ja. Beste Leben. Alohomora. Okay. Ey, die Kämpfe, Mann. Wahnsinn einfach, Freunde. Wahnsinn. Da ist der Punkt. Und jetzt den nächsten noch. Nati würde sich schämen, wenn die das jetzt sieht. Wie lange wir brauchen, um dieses Schloss zu öffnen mit Alohomora. Und sie schafft es einfach innerhalb von einer Sekunde. Hier war es doch irgendwo. Da.
Hoffentlich wird es rausgepatcht irgendwann. Lumos. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Ja, die ist ja den Hauptweg gegangen, ne? Okay, Schlossstufe 2. Das heißt, man muss hier nochmal hin zurückkehren. Revelio. Revelio, da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Gehen wir einmal die Leiter hoch. Und da wäre auch noch eine Seite vor uns. Kann ich hier reinschauen? Ne. Lumos. Okay, dann verstehe ich die Leiter nicht. Oh, 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 oh. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Levioso. Ja, sicher. Lebendo. Boah, das ist so geil wie die Todesser. Ich nenne sie einfach Todesser, weil Erschwinder hört sich einfach so richtig kacke an. Oder Wildläufer, Wilderer eben. Okay, ich habe ihn zum Huhn verwandelt. Das ist Wahnsinn. Okay. Das sieht so geil aus, wenn die da so angeflogen kommen. Ey, wie cool war das denn? Alohomora. Das war eine der Fähigkeiten mit L1R1 von der alten Magie. Holy shit. Geil. Oh, hier war es doch direkt. Irgendwo hier, da. Dann rein. Lumos. Oh nein, Dick hatte recht. Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten. Ja. Komm her damit. Rein, Knuddelmuff. Gibt's hier noch mehr Tiere? Oh, geil, so ein Niffler. Oh, sorry. Yes, Mann. Der erste Niffler ist am Start. Der wird uns Reichtum bescheren. Oh, den nehmen wir auch noch mit. So, versteckt hier noch ein Tier. Lieferung. Kniesel, lila Riesenkröte, Testral. Und zweimal Hippogreif und ein Phönix. Okay. Die will ich alle haben. Den Phönix unbedingt. Den Hippogreif haben wir jetzt gleich hier irgendwo, denke ich mal. Und dann ein Testral. Ja, wäre auch geil. Jo, jede Menge Geld. Ich höre es auf jeden Fall knarzen und knattern hier überall. Okay, warum kann ich den Sack jetzt nicht looten? Aha. Das könnte der Käfig des Phönix sein, ne? Okay, mit Nati gehen wir auf dann den Wilderern auf Grund. Was war denn mit Poppy? Poppy hatte doch die ganze Zeit für diesen Wilderern gesprochen. Warum machen wir das denn nicht mit ihr? Oh. Okay. Ist nur ein Anzeigefehler. Geile legendäre Kiste hier am Start. Revelio. So eine Scheiße wieder. Astrid, behalte mein Versteck im Auge, ja? Es gehört dir, sollte ich auf mysteriöse Weise verschwinden. Der Lügner hat uns unser Hab und Gut betrogen. Er hat uns um unser Hab und Gut betrogen. Also habe ich genommen, was ich konnte und es hier versteckt. 20 verdammte Jahre und wir werden nicht besser behandelt als die Narren, die seit 2 Wochen hier sind. Manfred. Ja. So ist das eben, ne? So ist das, Manfred. Revelio. Okay, von da kommen wir. Hoffentlich. Okay. Wolkenschwinge. Alles ist gut. Ganz oh, noch ein dunkler. Da brauche ich Alohomora Stufe 2, lass mich raten. Wer seid ihr? Verbeugen, Nati, verbeugen! Komm schon. Alohomora. Mach schon. Ich will das Testral aber noch in den Phönix, Mann.
Wir kommen wieder, ihr kleinen Schänder. Wir kommen wieder. Der zündet Avada Kedavra. Boah. Okay. Oh yes, Mann. Geil. Wuhu. Geil, Mann. Einfach auf dem Hippogreif wie Harry am Fliegen. Oh yes, man. Okay, das ist zwar deutlich langsamer als der Besen, aber es kommt trotzdem schon geil. Geil, Mann. Oh yes, ist das geil, Freunde. Okay, vielleicht nehmen wir doch einen Hippogreif als Reittier anstatt den Besen, oder? Oh, geil. Episch. Absolut episch. Okay, da bin ich gespannt, was es noch geben wird. Ist es echt nur das Testral noch oder was für Wesen könnte es noch geben? Komm, jetzt machen wir den ikonischen Move wie Harry mit seinen Schnabel und dem Pfoten ins Wasser. Yo. Geil. Nur nachts draußen von Hogwarts erlebst du den geilsten Scheiß aller Zeiten, oder? Das ist absolut insane, Nettie. Wirklich unglaublich, oder? Oh yes, der Tag bricht an, Mann. In der Morgendämmerung fliegen wir auf den Hippogreifen, ey. Wahnsinn, Mann. Den dunklen, den fange ich direkt in meinem Schnappsack. Komme, was wolle. Tal von Hogwarts. Geil, 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 geil. Wie aufregend. Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hab ich gesehen. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Geil. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Im Schloss? Achso. Um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Mit Poppy. Ich kannte nur Wolkenschwinger. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinger sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Aber warum macht Mutter sich denn Sorgen? Wir schlafen doch im Gemeinschaftsraum. Neuen Gegenstand freigeschaltet. Wolkenschwinger. Okay, langsam. Neuer Gegenstand freigeschaltet, also. Spektral, okay. Und einen dunklen. Caligo. Okay, nice, nice, nice. Direkt 3. Okay, jetzt können wir wie so auf dem Pferd eben reiten. Wie können wir denn abheben mit X? Ja. Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Okay, wie kann ich denn landen? Okay, wenn Sie so Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deek sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Jo, wie geil haut der denn raus? Bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten, treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Okay, nice. Kartenkammer geht weiter. Professor Weasley geht auch weiter. So, wie kann ich die Wolkenschwinge jetzt holen auf Dreieck? Yo, nice, ey. Geil, aber diese Animation, ich liebe die jetzt schon. Erstmal die Kiste und dann schauen wir uns mal gerade die anderen beiden noch an. So. Hopp. So, warte, wie war das? Hier?
Finde ich nicht ungeil. Finde ich ungeil. Aber trotzdem schauen wir es uns jetzt mal gerade fix an. Ah, da bist du ja. Okay. Schneller! Sieht so Fledermausflügelmäßig aus. Schon krank, oder? Ist schon krank. Okay, Kreis gedrückt. Kreis gedrückt ist... Was? Okay, der geht nicht runter. Okay, jetzt. Alright. So, dann schauen wir uns den dunklen Hippogreif nur an und dann könnt ihr in den Kommentaren entscheiden, liebe Freunde, abgesehen vom Spektralross, welchen Hippogreif wir nutzen werden. Ob wir Glageo, Caligo oder wir Wolkenschwinge benutzen werden. Wie gesagt, Fashion und so, das mit dem Spektralross kann ich nicht vereinbaren. So, das Dunkle würde natürlich zu einem Slithering-Meister. Für etwas mehr Tempo. Oh, wie mir passen. So. Aufträge. Aber kurz mal abchecken. Das verlorene Kind wieder auf dem Weg. Das ist quasi ihre Storyline, geht hier weiter, ne? Nati hat von einem Zauberer in Lower Hogsfeed gehört, der den Theopolis Harlow der rechten Hand Rockroots bedrängt. Okay, das ist dieser eine Slytherin-Mann auch, ne? Finde den Ort der zweiten Hüterprüfung. Hä? Achso. Die zweite Prüfung, ja, aber wäre natürlich auch nice, oder? Was haben wir denn jetzt hier noch offen, was man abgeben könnte direkt? Erscheinungsbild? Sprich mit Deke. Vorgeschlagen Stufe 20, Alohomora. Ich glaube nur hier den Schmetterling, nur diesen Schmetterling-Scheiß kann man aktuell abgeben. Ich glaube, da machen wir das gerade einmal fix. Mal gucken, was man da kriegt. Reisen wir mal gerade schnell nach Hogsmeade. Ah, ist schon episch, ey. Schon episch. Komm, wir versuchen mal so hoch zu fliegen, wie es nur geht mit dem Hippogreif. Ey, der hat richtig zu kämpfen. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Jetzt sind wir fast am höchsten Punkt von Hogwarts angekommen. Gucken, ob wir auch über die Wolken, über die Wolken. Okay, hier ist Ende. Hier ist Ende. Das heißt... Komm, wir fliegen mal zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Vielleicht können wir Hermine beobachten, wie sie sich gerade am Umziehen ist, oder? ja, ich weiß, Hermine gibt's ja noch gar nicht. Boah, guck mal, auch die große Halle hier von der anderen Seite, ey. Wahnsinn, da waren wir auch noch gar nicht da unten. Da müssen wir unbedingt noch lang. Ab nach Hogsmeade. Belohnung, Gold und ein Erscheinungsbild. Geil. Und der Dingsmus hier, Albury Weeks, Mann, der soll sich endlich mal melden mit den dämlichen Besenverbesserungen. Team Besen oder Team Flugtiere? Schreibt es in die Kommentare, liebe Freunde. Schreibt es in die Kommentare. Warum vibriert mein Controller hier so heftig? Mahlzeit. Drei Besen. Ah, jetzt ist hier einiges los, ey. Ja, für Sirona müssen wir auch noch die Quest machen. Ich weiß. Revelio. Ach. Dem alten Sprücheklopfer werde ich's zeigen. Ich spreche mit dem neuen Mummelmann. Ich wollte eigentlich nur meine Quest abgeben. Ja genau, hier, folge den Schmetterling. Ich habe die falsche Quest genommen. Okay, Mann. Weil hier giftige Rache, ja. Werden wir auch noch machen. Das Gute ist ja, die Nebenquest kannst du einfach nicht verpassen. Sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Clementine habe ich, ja. Hallo, Miss Willardsey. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Klar, natürlich. Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön. Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest.
Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Wir können auch gerne zusammen gehen, wenn du magst. Oder? Blumenkasten. Beste Leben. 180 Erfahrungspunkte ist gar nicht mal so verkehrt. So. Revelio. Was? Was ist das denn für ein Sound? Habe ich irgendwo hier eine Karte vergessen oder so? I know, man. I know. Aber was ich weiß, Freunde, ist, dass wir die Folge jetzt hier an Ort und Stelle beenden werden. Und in der nächsten Folge geht es dann mit Nati und der Hauptstory weiter mit Professor Fick und der zweiten Prüfung. Ich glaube, wir machen erst die Prüfung und dann Nati. Ja, ich glaube, das gehen wir so an. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich würde mich freuen, wenn du dem Video, wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen nach oben geben würdest. Einmal gerade ganz fix hier auf mein Profil beklickst, welches du neben meiner Cam siehst. Damit kannst du mir ein kostenloses Abo da lassen. Es ist wirklich kostenlos und hilft mir extrem weiter. Wäre super nice, würde ich mich extrem darüber freuen. Dankeschön vorab. Danke, dass du da warst. Glocke nicht vergessen, damit du kein weiteres Video von mir zu Hogwarts Legacy verpasst. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Mach was Schönes draus. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao mit V.